Hi und willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo. Infovideo war so, ja, ich werde wahrscheinlich meinen Kanal pausieren. Es ist, sage ich mal, nicht das, was ich, sage ich mal, so erhofft habe. Ich habe mir mal die letzten 3 Monate habe ich mir mal die Analytics angeschaut von meinen Videos und That's da just what I need. ist, sage ich mal, die Wiedergaberate, also die Wiedergabe bei durchschnittlichen 3 Minuten, was ich eher leider ziemlich traurig finde. Ich habe mir da eher mehr drunter vorgehofft, aber naja. Ich werde halt jetzt erstmal meinen Kanal pausieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch für mich, sage ich mal, noch Sinn ergibt, noch weiterzumachen. Ich weiß nicht, woran es da liegt. Entweder sind es die Spiele. Bin ich es selber? Ich weiß es nicht. Das kann man nie so sagen. Also von meiner persönlichen Seite aus kann ich das nicht, sage ich mal, feststellen. Das können halt nur ihr selber tun, was ich da besser machen kann. Es ist, sage ich mal, für mich auch nicht einfach als kleiner YouTuber, ja, mich daran zu halten, weil es ist, sage ich mal, ein bisschen recht schwierig für jeden halt am Anfang. Und ja, es ist ja traurig, muss man sagen. Also ich habe auch von Anfang an gesagt, dass, sage ich mal, die Abonnentenzahl mir eigentlich egal sind. Aber Videos, die bei mir, sage ich mal, 30 Minuten dauern, dass sie halt eine durchschnittliche Wiedergabe haben von 3 Minuten, ja, dann kann ich auch aufhören mit den Let's Plays und kann einfach ganz normal spielen. Aber ja, auch momentan Avorion bin ich jetzt auch am Spielen. Das kommt auch nicht so gut an, habe ich das Gefühl. Ja, da muss ich eher. Es ist. Na, nicht so das Wahre, was ich mir drunter vorgestellt habe. Deswegen auch Hut ab an den Dad, dass er halt das Ganze durchzieht. Ich bin auch nicht neidisch auf ihn, um Gottes Willen. Also, ich finde es gut, dass er weitermacht, dass er recht hohe Leute bekommt. Deswegen Hut ab an ihm. Weil ich denke mal, er kann das halt ein bisschen anders machen als ich. Er ist da, sage ich mal, ein bisschen geübt da drinne. Er hat, sage ich mal, nicht so die ständigen wie es bei mir so der Fall ist. Und deswegen, ja, gönne ich ihm das. Also gar keine Frage. Auch andere Leute gönne ich das natürlich auch. Nur ist halt nur die Frage, was mache ich da eher verkehrt. Und deswegen werde ich da das Ganze bei mir pausieren. Ich habe auch bei anderen Videos, na, falsche Taste gedrückt, habe auch damals bei den anderen Videos habe ich da ja auch pausiert, wo ich halt gemerkt habe, das kommt ja gar nicht gut rüber. Wie zum Beispiel Deus Ex, Mankind Divided oder Stardew Valley. Und dann habe ich jetzt auch angefangen mit den Videos, die Spiele aus meiner Kindheit. Selbst das kommt nicht so gut an. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was mache ich da verkehrt? Naja. Und deswegen ist da, sage ich mal, eher der einzige Sinn und Zweck dabei, mal das Ganze zu pausieren. Vielleicht ändert sich da was. Ich weiß es nicht. Ob ich überhaupt weitermache, weiß ich leider auch nicht. Vielleicht höre ich auch ganz auf. Es ist halt leider traurig, weil es ist für mich quasi Hobby, aber auch mein Hobby kann ich auch anders nutzen. Sprich, einfach ganz normal spielen, ohne aufzunehmen. Da habe ich, glaube ich, mehr Spaß dran, als ein Video zu machen, um das Ganze zu erklären. Was ja eh sich so gut wie gar keiner anhört. Außer die ersten 3 Minuten oder 5 Minuten, keine Ahnung. Bin ich leider ein bisschen traurig, ich habe mir das halt ein bisschen anders vorgestellt, aber ich denke mal, das liegt wohl eher an mir, dass ich halt nicht gerade die perfekte Person bin für sowas. Ja. Und deswegen, ja, das Ganze halt pausieren, im schlimmsten Fall sogar ganz beenden. Ob es vielleicht sich da was daran dran ändert, glaube ich eher weniger.
Ich hatte eigentlich noch recht viel vorgehabt, aber das Ganze kann ich leider knicken. Ja. Weil ihr müsst euch, sage ich mal, auch an diese Person vorstellen. Das Ganze ist halt nicht einfach, gleichzeitig zu reden, zu spielen oder sonstiges. Klar, man gewöhnt sich dann nach einer gewissen Zeit dran, aber es ist verdammt schwierig. Ich habe mir es am Anfang auch leicht vorgestellt, aber Realität ist doch ein bisschen anders. Vielleicht könnt ihr was dazu schreiben. Das ist euch überlassen. Ja. Vielleicht könnt ihr mir den Mut geben, dass ich da weitermachen soll. Das ist halt euch überlassen. Ich mische mich da gar nicht erst ein. Muss jeder für sich entscheiden. Ich will keinen dazu nötigen oder den Befehl erteilen. Hör mal zu. Abonniere mich oder sonstiges oder was weiß ich. Es ist jedem frei überlassen. Ich mache auch keine Werbung auf anderen Kanälen, weil ich sehe es nicht ein, dass ich hier unnötig Werbung mache und man sich so eher die Leute verkrault, eher dass sie zu einem kommen. Und ja, da würde ich sagen, war es das erstmal gewesen mit diesem kleinen Infovideo und vielleicht sehen wir uns wieder. Ansonsten werdet ihr mich eher sehen, wenn ich schreibe oder sonstiges. Man weiß es nicht. Ansonsten, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.